Servus Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Dalamut. Cool, dass ihr wieder reingeschaut habt. In meinem heutigen Video geht es eigentlich ganz simpel gesagt um eine neue Smart-Steckdose, die ich mir gekauft habe. Kompatibel natürlich mit dem Apple HomePod bzw. Apple HomeKit. Und ja, ich zeige es euch mal ganz kurz. Das ist diese hier, der Firma CoGeek. Sie war auch nicht sonderbar teuer. Sie hat ca. 25 Euro auf Amazon gekostet. Also die Preise sind natürlich sehr, sehr, sehr schwankend auf Amazon, aber ich werde sie euch natürlich in der Videobeschreibung verlinken. Zur Einrichtung, ganz vorweg, ich habe sie jetzt natürlich gestern schon eingerichtet zum Testen, aber ich kann es euch nochmal ganz kurz erklären, wie das vonstatten geht. Dazu lädt man sich natürlich hier die CoGeek Home App runter. Klickt drauf, hier ist natürlich die Steckdose schon. Kann draufklicken, man sieht, das Licht geht an. So geht es wieder aus. Um eine neue Steckdose natürlich zu konfigurieren, klicken wir hier oben auf Plus, dann hier auf Auto Next. Dann scannt man den Barcode, der auf der Steckdose ist. Wie gesagt, die habe ich jetzt schon verbaut, aber ihr haltet einfach eure Steckdose hier darunter. Ich zeige es euch mal mit dem Karton. Also einfach so hier drunter halten. Dann findet er schon etwas, wie ihr seht. Das ist natürlich jetzt der falsche Code, aber so ungefähr sieht es dann aus. Dann klickt ihr auf Weiter und dann ist sie schon installiert. Klingt echt zu simpel, um wahr zu sein, ist es aber auch. Ganz kurz mal vorweg, natürlich, ihr müsst euch ein kleines Konto anlegen bei dieser App, wie es eigentlich immer so ist. Ihr gebt eure E-Mail-Adresse ein, ein Passwort eurer Wahl und fertig. So, wie das dann Ganze funktioniert, natürlich auch über die Home-App von Apple direkt. Dort klickt ihr drauf. Hier kann man das Gerät natürlich auch hinzufügen. Das ist alles gut kompatibel. Man braucht die CoGeek App nicht, aber ich habe es jetzt mal über die App euch gezeigt, falls nicht jeder über einen Apple HomePod zum Beispiel verfügt. So. Hier ist jetzt die Steckdose. Hier ist jetzt der HomePod. Und da müsst ihr eigentlich gar nichts einstellen, sondern es ist eigentlich wie Plug and Play, um die Steckdose jetzt mit dem HomePod zu steuern. Da würde ich sagen, wir testen es gleich mal per Sprache. Hey Siri, light on. Okay, there you go. Hey Siri, turn the light off. Got it. So, dann seht ihr hier noch, natürlich im Moment müsst ihr euer Gerät einen englischen Namen geben, da ihr sonst, beziehungsweise der HomePod das Gerät sonst nicht erkennt. Dann könnt ihr zum Beispiel hier auf Bearbeiten gehen, geht ihr auf die Steckdose. Ich habe sie jetzt Light genannt, natürlich weil sie bei mir hier das Licht für den HomePod steuert. Und ihr könnt den Raum einstellen, hier in dem Fall Apple HomePod Raum, den Typ, den Favoriten anzeigen, ja oder nein, Mitteilungen, ob sie an oder aus ist, per Push-Nachricht natürlich. Und ja, wie gesagt, es ist leichter als man denkt. Ich habe auch erstmal gedacht, naja, möglicherweise ist die Installation und so weiter sehr, sehr kompliziert, aber es ist wirklich nahezu Plug and Play. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz, wie schnell die Steckdose reagiert. Wirklich sehr, sehr schnell. Hey Siri, light on. All taken care of. Eine Sekunde. Hey Siri, light off. Got it. Also ich muss sagen, ich verfüge natürlich auch über die anderen Steckdosen der Marke TP-Link. Das Modell HS100 bzw. HS110. Davon war ich bisher wirklich sehr, sehr beeindruckt. Habe ich jetzt auch, glaube ich, 18 Stück davon in der Wohnung verbaut. Aber sie sind noch lange nicht so schnell wie diese. Wir können es ja gleich nochmal testen, im direkten Vergleich. Alexa, Flurlicht an. Okay. Okay, war jetzt auch recht schnell, aber ich finde trotzdem, dass der Apple HomePod ein Tick schneller ist. Hey Siri, light on. That's done. So, ihr könnt ja selbst entscheiden, welches für euch gefühlt schneller ist. Und ihr könnt natürlich auch eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, würde mich an der Stelle freuen über einen Daumen hoch für dieses Video. Natürlich, wenn ihr Abonnent von mir werden würdet, über, wie immer, positive Kritik. Und ja, dann sage ich mal an der Stelle ciao und bis zum nächsten Mal. Hey Siri, light off. Okay, there you go. Ciao.